Hallo YouTube, Simon von Games on Tables wieder hier und wir gehen in die letzte 35-Punkte-Phase von unserer War Machine Liga. Ich habe den Philipp hier bei mir. Hi. Und wir spielen einmal mein Legion gegen dein Cyrus. Ja. Und damit haben wir mal Konvergenz als Debüt auf unserem Channel. Gehen wir mal direkt auf die Listenvorstellung, beziehungsweise kurz vorher noch zum Szenario. Wir spielen das Destruction-Szenario, das ist Szenario Nummer 1 aus den Steamroller-Regeln. Also relativ simpel, eine Objective-Zone in der Mitte mit zwei Objectives auf den Ecken. Wir spielen noch ohne spezielle Objectives, das führen wir bei 50 Punkten dann ein. Killbox nicht vergessen? Killbox, genau, richtig. Killbox ist auch dabei, auch wenn sie unsere vorwärtsmarschierenden Armeen nicht so sehr betrifft, sollte man immer darauf achten. So, ja, ich fange mal mit meiner Liste an, denn ich habe auch den ersten Spielzug. Ich spiele diesmal nicht Ryas, wie sonst eigentlich immer, sondern Zaeren, also die andere Schwester, die eine Battlegroup von Suriel, einem Reek und einem Shredder anführt. Suriel ist bei mir halt bei den Schwestern einfach Pflichtauswahl, denn bei Ryas wird er Stealth bekommen und bei Zaeren kann man durch ihn channeln, ist er quasi eine Arknote. Der Reek ist einfach großartig mit dem Blightbringer-Zauber zusammen und ein Shredder als kleiner Fury-Generator bzw. der Tenacity-Animus ist auch noch ziemlich nett. Dazu habe ich meine Heldin, die Beastmistress, die insgesamt drei Shredder dabei hat, wovon nur zwei in die Punkte zählen. Denn in der Liga hat sie mittlerweile Fähigkeiten bekommen, einen dritten Shredder geschenkt zu bekommen, hat jetzt Waffenmeister und Reichweite, hat extra Fury und das Blade Shield und ist damit schon eine ziemliche Sau. Dazu spiele ich mal wieder einen Thron des Everblight und ein Spawning Vessel, einen kleinen und eine große Einheit Legionäre. Und gerade beim Thron und Spawning Vessel, also ich war noch so ein bisschen fit von der, ein bisschen platt von der Woche, nicht so fit, ist mir dann so im Spiel aufgefallen, dass das vielleicht nicht ganz optimale Auswahlen waren, aber man kann sie bestimmt immer noch irgendwie einsetzen. So, dann gehen wir mal zu deiner Liste über, Philipp. Ja, ich spiele Aurora T4, das heißt, ich habe ein paar Boni, wie etwa, dass meine Warjacks sich vor Beginn des Spiels noch einmal voll bewegen dürfen. Ich spiele drei Einheiten Engel. Eine Einheit Explosionsservitoren und dazu halt den Helden aus der Kampagne, drei Warjacks und ein Corollary. Die Warjacks sind halt ein Cypher, ein Inverter und ein Assimilator. Ja, und man wird im Spiel jetzt sehen, was genau die gut machen, denke ich. Ja, wir müssen einmal hinzufügen, auf dem Foto sind ja jetzt nicht alle Figuren zu sehen. Das sind die Figuren, die du bisher fertig bemalt hast. Genau, den Rest habe ich mir geliehen. Genau, den Rest hast du dir ausgeliehen, damit wir komplett bemalte Figuren für den Channel haben. Aber wir wollten alle eigentlich auch mal endlich deine Armee auf dem Channel präsentieren und bisher sehen die Figuren ja auch ganz gut aus und du bleibst ja auch dran, weiter zu bemalen. Ja, hoffentlich. Ja, hoffe ich doch auch sehr, weil bei 50 Punkten noch mehr ist doch, wäre interessant. Naja, dann fangen wir einfach mal direkt mit dem Spiel an. Wie gesagt, ich hatte den ersten Spielzug, du hast aber durch deine T-Liste genau, dürfen sich meine Warjacks alle nochmal voll bewegen vor Beginn des Spiels. Genau, das ist auch der Grund, warum ich den ersten Spielzug haben wollte. Ich hatte die Wahl, hätte ich dir den gegeben, wärst du nämlich jetzt schon an der Mittellinie. Das ist korrekt. So, Entschuldigung erstmal dafür, dass meine Aufstellung so ein bisschen hinterm Interface verschwindet, aber es macht ja nichts, läuft Elas bei mir nach vorne. Also ich habe ganz oben meinen Spawning Pool, der sich so denkt, oh, hinter der Deckung ist er erstmal ein bisschen safe. Da ich aber einen kleinen dabei habe, hat er nur 4 Zoll Bewegung. Wie sich das aufs Spiel aufwirkt, wird man schnell merken, wenn der Rest 10 Zoll nach vorne rennt. Habe oberhalb des Spawning Pools meine Beast Missiles mit ihren drei Schreddern, die dann auch einfach mal munter sich selbst mit dem Animus versorgt. Dann noch Tenacity, Energizer zaubert, damit alle ein bisschen laufen können, 2 Zoll. Und dann geht sie normal nach vorne und die ganzen Shredder werden mit Rabid und Rennen, was sie kostenlos dürfen, wieder insgesamt 3 Fury aufbauen und sich schon sehr weit nach vorne platzieren, um gegen diese ganzen Engel, ich habe es ja bei dir schon mal in Aktion gesehen, Druck aufzubauen. So, da ist erstmal die Beast Mistress, die natürlich jetzt nicht rennen darf, weil sie gezaubert hat. Ein Fail Charge wollte ich auch nicht unbedingt machen, da ich dann vielleicht ein bisschen zu weit nach vorne gegangen wäre. Und die drei Shredder bewegen sich erstmal in den Wald, um Deckung zu bekommen. So, in der Mitte, man sieht da so ein bisschen so eine grüne Hand rauskommen. Das ist meine Battle Engine. Und darüber die Legionäre. Die Legionäre bekommen einen Rennbefehl. Können ja nichts Besonderes außer Vengeance und Defensive Line. Das heißt, immer schön in zwei Grüppchen Base to Base stellen. Dann haben sie auch schön Panzerung 16. Battle Engine rennt nach vorne. Und man sieht jetzt so ein bisschen rechts knapp. Zaeren, den Shredder und ganz unten den Suriel und der Reek steht
noch recht mittig. Selrin verteilt den Animus vom Shredder auf die Battle Engine. Retour, das macht der Shredder sogar selber. Und mit Rabbit bewegt er sich weiter nach vorne. So, Sairin zaubert. Mein Lieblingszauber bei ihr, Respawn auf den Suriel. Einfach, sollte er einmal im Spiel sterben, kriegt er einen Lebenspunkt in allen Aspekten wieder und steht dann in 3 Zoll Umkreis wieder auf dem Feld. Dann zaubert sie zusätzlich durch die weiß-blauen Marker gekennzeichnet den Animus vom Shredder auf Suriel, auf den Reek. Um nochmal Armor und Def um jeweils 1 zu steigern, bewegt sich hinter die Battle Engine, um Sichtlinie zu blockieren, um sich ein bisschen zu schützen. So, ein bisschen Zeug sortieren, Suriel will rennen, wird nochmal ein bisschen Spaß gezwungen. Damit ich mein Fury Management hinbekomme, platziert sich erstmal im Wald. Für noch mehr Defense-Boni, damit auch bloß kein ungünstiger Schaden direkt am Anfang kommt. Und zum Schluss habe ich noch den Reek, der erstmal hinter die Legionäre läuft und dann gezwungen wird, um über die Legionäre hinwegzuspringen, denn er hat ja Stealth und dadurch sollte er jetzt auch nicht so schnell beschossen werden. Ja, dann beginnt auch schon mein Zug. Ich mache direkt einen kleinen Fehler. Ich vergesse nämlich, dass Aurora ihrer gesamten Battlegroup die Fähigkeit gibt, sich in 2 Zeit zu platzieren. Auf diese Zusatzbewegung verzichte ich quasi an dem Punkt, unfreiwillig, weil ich es vergessen habe. Ja, ansonsten der Standardablauf von Convergence, das Corollary aktiviert neben dem Caster, bekommt einen Fokus geschenkt, läuft nach vorne, gibt einen Fokus ab, weil es das tut, generiert Fokus aus dem Nichts. Aber bevor das passiert, werden halt die kleinen Explosionskugeln nach vorne geschoben und graben sich halt ein. Die können counterchargen, das heißt, sie zwingen Simon halt ein bisschen dazu, sich entsprechend zu bewegen. Und hoffentlich führen sie halt dazu, dass er ein bisschen zu viel reinkommittet und benutzt, um die wegzubekommen. Mein genereller Plan in dem Spiel momentan ist es, Simon dazu zu bringen, die kleinen Sachen abzuräumen, damit er hinterher nicht mehr genug Schaden hat für die Warjacks, weil das ist wahrscheinlich der Schwachpunkt an Simons Liste, dass er nicht allzu viele Modelle mit hoher Stärke hat. Das heißt, wenn ich die 3 Jacks mit ihrer Armor 18 und 19 als letztes noch übrig habe, dann könnte es echt problematisch für Simon werden, das abzuräumen. Ja. Hier habe ich den Assimilator benutzt, um einen Ground Pounder hinten auf 2-3-3 Schredder zu machen. Ground Pounder ist eine Spezialattacke, bei der ich eine 4 Zoll Schablone komplett in Sicht und Reichweite, im Sichtwinkel, nicht in Sicht, und Reichweite der Waffe platziere und dann gegen jedes Modell unter der Schablone einen einzelnen Trefferwurf und Schadenswurf machen kann. Dabei habe ich etwas Schaden gemacht, weswegen die Einheit Engel, die gerade aktiviert hat, in der Lage war, den Shredder zu erschießen. Jetzt, nachdem die Engel fertig sind mit der Aktion, dürfen sie aufgrund von Reform nochmal 3 Zoll, sich 3 Zoll bewegen und dann bewegen sie sich auseinander, um halt nicht in dieser AOE, die immer auf dem Reek landen wird, alle gleichzeitig zu sterben. Das ist so das Konzept an der Stelle. Cypher geht etwas verhalten nach vorne. Das war der Inverter, jetzt geht der Cypher etwas verhalten nach vorne. Und schießt Power 6 Schablonen. Ja, und tötet einen Engel. Gut gemacht, Cypher. Ja, ich war voll begeistert. Hat mir gefallen. Jetzt versucht er dasselbe nochmal bei dem anderen Engel, schafft's aber nicht. Knapp daneben. So, Aurora geht nach vorne und schubst Corollary um, weil einfach so. Und castet Admonition auf den Assimilator. Das bedeutet, ich kann mich, wenn sich irgendwas innerhalb von 6 Zoll passiert, also seine Bewegung beendet innerhalb von 6 Zoll, kann sich der Assimilator nochmal 3 Zoll placen. Oder bewegen, advancen.
das halt einfach um zu verhindern, dass er mit der Beast Mistress und den beiden Schellern vielleicht tatsächlich den Cypher Assimilator abräumt. Ansonsten fliegen die Engel noch ein bisschen übers Feld, schießen, treffen nichts und mein Held platziert sich außerhalb der Reichweite von Suriel, um eventuell anzudrohen, den so weit zu beschädigen, dass ein Warjack ihn relativ sicher im Alleingang dann töten kann. So, dann endet die erste Runde. Wir haben den Kamerawinkel leicht geändert, der du ja beide Seiten maximal ausnutzt quasi. So, man hat vorhin kurz gesehen, dass ich was gemessen habe beim Spawning Pool. Dadurch, dass es ein kleiner ist, hat er nur 8 Zoll Reichweite für seinen Korps-Token sammeln und der Schredder war zu weit weg. Jetzt bin ich erstmal überlegen. Jetzt habe ich natürlich ziemlich viele Engel da rumstehen, die alle tendenziell ein Assassinationspotenzial haben oder mir fragile Ziele raussnacken können, was ich nicht so gerne mag. Also muss ich diese Engel erstmal dezimieren und mich gleichzeitig noch um diese Minen kümmern mit ihrem Countercharge. Ich fange erstmal sicher an mit der Battle Engine, die einen Engel angreift. Dadurch kann sie Battle Wizarden, also einmal einen Zauber sprechen. Und überlege noch, wo ich den Zauber hinrichte. Zauber einen, den Spray auf den anderen Engel, der im Wald steht. Treffe ihn allerdings nicht. Zweite Initialattacke mache ich auf den. Auf die Mine war das, ne? Das war, glaube ich, so eine Mine. Dadurch, dass ich 4 Zoll Reichweite habe, war die eben Nahkampf, konnte nicht counterchargen. Geht ja nicht, wenn sie gebunden sind. Räume die Mine ab. Die dritte Initialattacke verfehlt, weil ich etwas zu weit weg für weitere Modelle stehe. Aber steht in Base-Kontakt mit dem Objective. Ist also so ein kleiner Sichtblocker. Auch wenn es jetzt nicht so viel aushält und deine beiden Jacks es wahrscheinlich auch einfach abräumen könnten. Aber ich habe ja erstmal Priorität, diese ganzen Engel loszuwerden. Dann kann ich mich mit dem, was übrig bleibt, noch um die Jacks kümmern oder selber eine Assassination versuchen. Genau. Und Aurora ist nämlich häufig oder wird häufig als Assassinationscaster betrachtet, weil sie halt, sobald sie mit irgendwas im Nahkampf ist, wo auch noch ein Engel im Nahkampf ist, den Flankbonus bekommt und ab da dann echt Schaden machen kann. Vorher eher nicht ganz so viel, aber mit einem Engel kriegt sie so ein kleines Mädchen schon tot, das da auf der anderen Seite steht und die Biester befehligt. Ja, jetzt aktiviere ich meine Legionäre, die rennen bzw. chargen teilweise und versuchen jetzt die letzten Minen irgendwie im Nahkampf zu binden, um das Countercharging komplett zu verhindern. An der Stelle verzichte ich gerade auf einen Countercharge und jetzt ist die Mine auch gebunden. Genau, der zweite ist da einfach hingerannt. Und da kriege ich nochmal einen Charge, eine Charge-Bewegung hin. Und der Rest ist einfach zu weit weg, um was Sinnvolles mit Charge-Angriffen zu machen. Das heißt, die restlichen werden auch rennen und versuchen jetzt irgendwie, dich so ein bisschen in deinen Bewegungen einzuschränken. Auch wenn du am Anfang dein Apparition hast, kann ich dich wenigstens zwingen, das in eine Richtung von mir wegzunutzen. Nee, das war ziemlich gut. Das war ziemlich nervig, das Zeug da wegzubekommen, so wie ich es haben wollte. Ja, dafür sind die 6 Punkte für 10 Legionäre einfach großartig. So, haben sich noch letzten bewegt, da kommt die Charge-Attacke, die einfach mal glorreich daneben geht. Die hatten eine kombinierte Charge-Attacke gemacht, um halt besser zu treffen und das hat immer noch nicht gereicht. Ja. Ja, das ist immer ein Cover, also plus 2 Defense nochmal. Und mit Matt 6 haben sie, glaube ich, sind sie jetzt auch nicht, also sind gut, aber jetzt auch nicht die allerbesten Schwertkämpfer. Ja, was hattest du gewürfelt? 1, 2? 1, 2, ja, ich habe 3 gewürfelt. So, da ist die Beastmistress gerade dran und haut einfach mal einen Engel aus dem Leben und nutzt das auch einfach, wollte es nutzen, um sich weiter vorne zu platzieren. Ich brauchte keine Charge-Attacke dafür, denn ich habe Stärke 9 Waffenmeister. Da muss ich nicht noch einen Würfel mehr werfen, ich muss ja nur treffen. Und kann mich so mit dem Front Arc auch besser platzieren. Zauber wieder Tenacity auf mich selber, dass ich wieder Def und Armor steigere. Dadurch kommt sie auf eine Defense von 15, Armor 14 und sogar Defense von 17 gegen Fernkampf durch das Blade Shield, was ich in der Kampagne bekomme. So, der erste Schredder charged mit Rabid den einen Engel. Der andere Schredder kriegt Rabid charged. Die können ja kostenlos chargen in der Beast Mistress Command, in der Control Area. Charge den anderen Engel und somit bin ich da auf der Flanke schon mal die ganzen Engel losgeworden. Jetzt habe ich noch meine Battle Group und den Spawning Pool. In der Battle Group fange ich mal mit dem Suriel an. Der kann ja zweimal sprayen und möchte damit versuchen, auch 2 Engel loszuwerden.
Spray auf den ersten Engel, der so gerade eben noch im Frontag ist. Durch den Animus, den ich gewickt habe, geboostete Trefferwürfe gegen Kriegermodelle. Habe aber mit dem ersten trotzdem nicht getroffen, musste den zweiten Spray direkt auf den gleichen benutzen. Jetzt aktiviere ich den Shredder, der nicht kostenlos chargen darf, also mit Rabbit und muss für Charge bezahlen, rennt er nach vorne. Er trifft zwar, aber verwundet nicht. Bisschen ärgerlich. Aber er bindet wenigstens den Engel da im Nahkampf. Ich glaube, er hat nicht getroffen. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich habe zweimal gewürfelt. Ich habe eine 4 beim Verwunden gewürfelt, ich habe Stärke 10. Dann hast du irgendwas anderes vorher gewürfelt. Die haben nur Armor 12. Haben sie nur Armor 12? Okay, dann war es vielleicht doch der Trefferwurf. Oder wir haben uns das Spiel vertan. Naja. Kann man sich im Replay vielleicht nochmal anschauen. Naja. Nichtsdestoweniger steht der Engel da noch. Mein Spawning Pool bewegt sich weiter langsam nach vorne. Du wolltest noch was von meinen Karten wissen. Denn ich glaube, du bist jetzt noch mittlerweile. Nein, ich habe noch Saeren, die ich aktivieren muss. Genau, den Reek habe ich nach vorne bewegt. Da bin ich mal überlegen, ob er jetzt da reinspringt und einen Bloodbringer bekommt. Genau, du bist bei dem Admonition Move. Jetzt fällt es mir ein. Ich bin in 6er Reichweite. Okay. Ja. Simon ist gerade zur Tür. Ich verzichte zu dem Zeitpunkt auf Admonition, weil einfach nicht genug da ist, was wirklich Schaden machen kann. Und dann habe ich Admonition noch für nachher. Ich bin mir an dem Punkt noch nicht ganz sicher, ob ich es wirklich aufrechterhalten will. Aber, naja. Der Move ist halt einfach nicht notwendig, weil er quasi keinen Schaden an dem Warjack machen kann mit diesem Biest. So, also ich habe den Sprung gemacht. Ich habe sogar einen Engel umgehauen. Ja. Und jetzt lohnt sich der Bloodbringer schon gar nicht mehr so sehr. Ja, ich musste länger überlegen mit Saeren, weil ich mich nicht zu weit vorwagen will eigentlich. Ich muss aber nah genug dranbleiben, um noch meine ganzen Biester kontrollieren zu können. Hab verschiedene Möglichkeiten an Zaubern, wobei mir der Vanishing War Zauber nichts bringt, da du keine offensiven Zauber benutzt. Mir bringt Breaststealer momentan nicht so viel. Mhm. Also habe ich mir überlegt, ich gehe weiter nach vorne, hinter die Battle Engine weiter, so ein bisschen Deckung nutzen und channel durch den Suriel einmal den Zauber Hellfire auf den Engel und versuche damit dann einen weiteren Engel loszuwerden. Ich treffe den Engel mit Power 14, ist ja auch einfach weg und damit hast du nur noch einen Engel auf dem Feld und ich habe damit massiv eigentlich deine Assassinationsbedrohung reduziert. Ja. Da muss man jetzt leider feststellen, dass mein cooler Plan, dem Simon meine kleinen Modelle anzubieten, viel zu gut funktioniert hat. Der hat nämlich einfach alle getötet. Das war nicht ganz so toll. Und jetzt bin ich halt an dem Punkt, dass ich zumindest die Battle Engine abräumen muss. Im Normalfall sollte ein Warjack das schaffen. Allerdings muss ich sicherstellen, dass der zweite Warjack im Notfall auch noch drankommt. Und deswegen muss ich jetzt erstmal ein bisschen brainen. Da sieht man die erste Bewegung. Der Assimilator bewegt sich halt aus dem Nahkampf. Das ist eine herausragende Fähigkeit bei Aurora, dass man halt sich halt wirklich aus dem Nahkampf rausplacen kann ohne einen Free Strike. Das macht die Fernkampf-Jacks bei ihrem einiges besser. Obwohl sie nur Rad 4 hat und eben diese Rad an ihre Warjacks weitergibt, wie das bei Convergence so ist. Der Caster gibt seine eigene Mat und seine eigene Rad an alle Warjacks weiter. Ist in dieser Runde nicht, das heißt, man kann sich häufig aus dem Nahkampf rausbewegen, dann noch aimen und schießen. Ist jetzt nicht relevant, weil in dieser Runde werde ich einen Ground Pounder benutzen und der kann nicht vom Aiming-Bonus profitieren. Verteile schon ein bisschen Fokus auf den Assimilator, weil ich halt eventuell ein paar Trefferwürfe boosten muss und das auch etwas mehr, als ich es rein mit dem vom Corollary generierten Fokus ausmachen kann.
Und ja, da wollte ich gerade mit meinem Helden den Shredder anchargen, nur um gesagt zu bekommen, dass das im Feed gar nicht geht. Genau, ich habe letzte Runde gefeatet, habe ich vergessen zu sagen. Das heißt, meine ganze Battle Group, also der Reek, der Shredder und der Surya, können nicht von Nahkampfattacken anvisiert werden. Ja. Was den Reek natürlich da vorne in eine sehr günstige Position bringt, wenn er nicht im Nahkampf angegriffen werden kann. Du kannst ihn nur abschießen und mit seiner Defense von, ich glaube, 15 war das, hält er das auch gut aus eigentlich. Und da generiert das Corollary mal wieder unverschämt viel Fokus aus dem Nichts und verteilt den an die entsprechenden Warjacks. Und ja, als nächstes müsste der Cypher, glaube ich, auf die Battle Engine losgehen. Ja, und da kommt der Charge. Und da würfel ich die 4, mit der treffe ich gerade noch. Ja, weil er Matt 6 hat durch Aurora, ne? Das ist ja Genau. die Eigenheit von Cyrus, dass sie Matt und Rad vom Caster bekommen. Und dann würfel ich die 3, damit treffe ich nicht. Die Richtig? 2, damit treffe ich auch nicht. Und genau deswegen war es wichtig, dafür zu sorgen, dass ich im Notfall mit dem zweiten Warjack drankomme. Also. Ja, Defense von 10 ist schon Ja, hart. hart. Also, so ein fliegender Thron, der ist schon echt dodgy. Der weicht allem aus. Genau. Und da kommt jetzt der Ground Pounder und genau dafür bräuchte ich dann den Fokus, um eben die Trefferwürfe gegen die beiden netten Herren, die da im Weg stehen, boosten zu können. Der Ground Pounder selber hat Power 12, das heißt, den Schaden muss ich nicht wirklich boosten. Und ja, die Herren sind dann auch tot. Was es mir ermöglicht, mit dem Inverter hinterher auch noch an den Links zu kommen. Leider kommt er mit seiner mickrigen Bewegung von 4 am Ende nicht mit seiner Nicht-Reach-Waffe an den Thron, sondern nur mit der Reach-Waffe, die ist etwas schwächer, aber gut, dann ist das halt so. Dass du nicht chargen kann? Ich hätte auch chargen können, aber dann hätte ich mich nicht so hinstellen können, dass ich mit übrigen Fokus das noch machen kann. Und ich habe mich ein bisschen verkalkuliert. Es waren ja halt, haben wir ja gemessen, ein paar Millimeter, die da Genau, fehlten. wir sind ja gerade dabei, das präzise auszumessen. Wir haben uns vom Nachbarspielfeld nochmal ein paar Schablonen geliehen und haben dann festgestellt, dass etwas mehr als ein halber Zoll am Ende dann dazwischen bleibt. So. Und dann muss er halt seine Power 17 und nicht seine Power 20 Waffe benutzen. Der trifft jetzt aber jedes Mal und deswegen reicht das. Ja. Und er hat sogar noch einen Fokus übrig, um sich Hätte eine ich Attacke mal zu kaufen. Tenacity noch drauf gezaubert, dann Def 11 wäre für dich dann schon wieder unmöglich geworden zu Ja. treffen. So, dann den letzten Fokus, den er ausgegeben hat, zurück ans Corollary, damit ich in der nächsten Runde wieder ordentlich Fokus zur Verfügung habe. Ja, und irgendwie gucke ich die ganze Zeit aufs Feld und stelle fest, es gibt ja gar keine Engel mehr, das ist ja voll blöd. Finde ich nicht so. Aber dafür steht Zaerin gerade so ein bisschen ungünstig vor zwei dicken Klötzen. Ja. So, da kommen jetzt seine Minen, die ich Genau. leider nicht abräumen konnte. Beziehungsweise die habe ich ja noch nicht mal versucht. Die platzt und nimmt mir zwei Legionäre raus und die sind nach wie vor zu weit weg von meinem schönen Spawning Pool. Ja, der Spawning Pool schaut heute nur Ja, zu. wie gesagt, ich war ein bisschen platt in der Birne, habe da nicht den Schritt zu Ende gedacht. An sich ist ja cool, aber für die zwei Punkte hätte ich direkt einen Shredder mitnehmen können, der wäre besser gewesen. Ja, das ist korrekt. Ja, die zweite Mine hat irgendwie nichts gemacht, weil. Ah, genau, die ist natürlich am Freeze Strike von dem Hund Ja, gestorben. genau, du hast den Freestriker Weil vergessen. ich nicht dran gedacht habe, dass der Reach hat. Ja, hat er mit seinem Puschelschwanz da noch einmal nachgeschlagen. So, jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Die mag das Corollary nicht so Nee, ganz, ne? nee, Haust da ständig die mobbt gegen. das Corollary Ja. Mobbing. Das ist quasi wie Pinguin Mobbing, nur mit einem Corollary.
Ja, aber gerade kämpft sie für den Fokus und sollte damit dann quasi nicht tötbar sein, weil, wenn ich das richtig sehe, der Suriel nicht in den Nahkampf kommt. Nee, jetzt hast du auch nur mit deiner Heldin den Suriel im Nahkampf gebunden. Genau. Sehen wir mal die momentane Situation. Also Zaerin schluckt ziemlich stark wegen zwei großen Metallklötzen direkt vor der Nase. Sie sammelt Fury ein, hält dann Respawn auf Suriel natürlich aufrecht. Und dann habe ich erstmal Vengeance. So, da habe ich überlegt, mit den Legionären eventuell die Aurora anzuchargen. Mit kombinierten Angriffen. Und schon mal ein bisschen Schaden zu machen. Und dann fiel mir aber ein, wenn ich das tue, habe ich nichts mehr, was ich zwischen die Jax und Zaerin schmeißen kann. Und würde damit Zaerin im Grunde opfern. Auch nicht so schön. Dazu habe ich dann den Spawning Pool, yay, hinter der Mauer. Der kann richtig viel machen gerade. Ja. Meine Beast Mistress mit meinen Schreddern auf der Flanke hingegen ist zwar ein bisschen weit weg, also selber ein bisschen weit weg, aber die beiden Schredder haben Möglichkeit, näher ranzukommen und schon mal von der Flanke aus zu bedrohen. Und ich denke, der Suriel kriegt deine Heldin kaputt. Der Schredder, der da noch vor deinem letzten Engel steht, sollte es auch endlich mal schaffen, den Engel zu töten. Und dann ist eigentlich das Problem wirklich nur noch bei den beiden Jacks in der Mitte, dass ich die irgendwie beschäftigt bekomme. Deshalb, da musste ich viel gucken, nochmal deine Fähigkeiten ein bisschen nachschauen, weil so oft haben wir jetzt tatsächlich noch gar nicht gegeneinander Nee, gespielt. Ich nee. glaube, das war unser zweites Spiel gerade mal gegeneinander. Und vor allem das erste Spiel mit Legion gegen Convergence, oder? Nee, wir haben Beim ganz, ersten ganz früher mal hatte ich eins mal Trolle gehabt, ja. gespielt. Also, tatsächlich ewig her, dass wir gegeneinander gespielt Ja, da haben. hatte ich glaube ich Trolle, jetzt habe ich Legion, also das ist ein neues Matchup quasi. So, ja, Suriel hat richtig Bock. Der hat sich natürlich wieder sein Animus gegönnt, um alle Attacken gegen den Helden zu boosten. Bei grandioser Death 12. Ja, ist egal, Nummer sicher. Meine Schadenswürfe sind dann eher meh, aber es reicht eigentlich trotzdem. Jetzt überlege ich, er hat bei den Salatan getroffen, mache ich jetzt den Combo-Attack Spray, der meine Helden mittrifft. Ich denke mir, ja, mache ich, komm, treff deine. Verwunde sie. Und jetzt muss ich noch gucken, ja, ist mit drin. Trefferwurf ist nicht geboostet, weil ich booste ja nur gegen Nicht-Caster und ich treffe tatsächlich dann Zaire nicht. Sehr angenehm. Und puff, da ist dein Held auch weg. Ja. So, dann kann ich schon mal verraten, wir haben für die Verletzung gewürfelt. Ja. Es war eine Doppel-1, also du verlierst einen Würfel von quasi allen. Das heißt, da geht die Maschine wieder zur Apotheke. Ja, Surya hat sie quasi direkt schon zur Apotheke befördert. Ja. So, der Schredder. Schreddert den letzten Engel. Damit ist die linke Flanke schon mal unter Kontrolle. Die rechte Flanke war schon seit letzter Runde unter Kontrolle. Muss ich jetzt gucken, dass ich die halt in eine Bedrohungsreichweite für die folgende Runde bekomme. Du hast immer noch Admonition auf dem obersten Jack, wie auch immer sein Name ist. Assimilator. Assimilator, ja. Okay, auf dem Borg. Genau. Da muss ich halt immer mit kalkulieren. Jetzt erstmal der Spawning Pool. Hahaha, sie rennen. Ich habe für 2 Punkte mehr Opferbuddies gekauft. Und auch wenn sie schnell sterben, steht er im Weg. Das heißt, du musst erstmal Ressourcen aufwenden, um den einen Ja. loszuwerden, um an ihn vorbeizukommen. Und das sind einfach wertvolle Aktionen, die dann nicht gegen meine Chefin gehen. So, die Legionäre entscheiden sich jetzt auch zu einem Charge auf den zweiten Jack. Um den wieder zuzustellen. Ich trenne die auf zwei, die im Back-Arc aktivieren und zwei, die im Front-Arc aktivieren. Sie machen sogar ein klein wenig Schaden, aber es ist vernachlässigbar. Wobei ich dem einen Jet ziemlich, also insgesamt glaube ich, Ja, ein gut Jack war zugesetzt habe. hinterher ziemlich tot. Also genau der kriegt ein bisschen was, aber noch stört ihn das nicht. So, da einmal Energizer für die Battlegroup der Beast Mistress. Das triggert, glaube ich, dein Admonition, aber du hast es nicht benutzen wollen. Doch, du Na, hast es doch, ich hab's benutzt. Da hast du es benutzt. benutzt, ja. Weil das ist ein Weil ich mir zu dem Advance. Zeitpunkt schon sicher war, dass ich Admonition verfalle oder Warlassing caste. Ja, aber dadurch hatte ich jetzt die Möglichkeit, dann eventuell mit den Schreddern den anzugehen. Und genau das mache ich jetzt auch. Die sagen El Rabidos, Charge brauchen sie nicht, durch Rabid haben sie eh geboostete Treffer und Schadenswürfe. Glorreicher Trefferwurf.
kauf mir eine zweite Attacke, nehme mal schnell ganz andere Würfel und hey, es klappt. Schaden ist okay. Kratzer sind im Lack. Nächste Shredder, Rabbit. Der charge jetzt, glaube ich, für die extra Zoll und kommt dann locker dran. Macht auch wieder ein paar Kratzer. Nochmal eine Attacke kaufen. Trifft. Macht wieder ein paar Kratzer. Also mir gefällt die Beastmasters mit den Schreddern zusammen richtig gut. Und auch außerhalb der Liga, ohne die ganzen unfairen Fähigkeiten, ist sie trotzdem nett. Auch wenn ich es nicht so häufig, wie ich es gerne hätte, hinkriege, den Flank-Bonus zu nutzen, den sie ja noch hat. Flank Lesser Warbeast. Gerade in einer Liga jetzt mit ihrem Waffenmeister Reach habe ich da mal richtig Bock drauf, dann eigentlich nach einem Charge 5 Würfel ins Gesicht zu schmeißen. Ja. Und das mit 5 Fury, also danach noch 5 weitere Attacken mit 4 Würfeln, Stärke 9. Ja. Das einzige Problem ist ihre recht geringe Stärke von 9, oder? Ja, ja, klar. Ja. Stärke 9 ist echt ärgerlich, kann ich in der Liga auch nicht steigern, ist aber auch gut so, sag ich mal. Sie kann noch so viele lustige Sachen bekommen, dass ich mich jetzt nicht beschweren möchte über Kleinigkeiten. So, der Reek aktiviert, beziehungsweise Saeren ist gerade dran. Ich überlege gerade, wie ich es mache, ob ich Blight bringen möchte oder ob ich es dann doch lasse, um mehr Fury zu haben, um Schaden umzulenken, denn es kostet immerhin 4 Fury, Blightbringer zu zaubern. Das ist relativ teuer. Und da du nicht mehr so viel kleine Infanterie hast, lohnt es sich auch nicht so ganz so stark. So, der Reek läuft erstmal, bleibt im Nahkampf, um keinen Freestrike zu kassieren, und wird dann gezwungen, um zu springen, und springt einfach mal in Kontakt mit Aurora. Voll, wegen folgender Sache, ich kann mich dann nicht mit 2-2 rausplacen, weil ich dann immer noch im Reach bin. Genau, weil Touching, eine Reichweite berühren, heißt immer noch innerhalb der Reichweite sein. Du kannst zwar versuchen, irgendwie am Reek vorbeizukommen, hab da aber darauf spekuliert, dass du dann immer noch im Front Arc drin bist, und einfach, auch wenn es nicht viel Schaden ist, einen Free Strike zu bekommen, wenn du weglaufen möchtest, ist gar nicht so verkehrt. So, dann habe ich nur noch Saeren selbst. Wo rennt sie jetzt hin? Ist halt eine große Bedrohung durch die beiden Jacks. Habe auch überlegt, jetzt doch mal auf einen Jack den Breath Stealer zu zaubern. Also ich, warum auch immer, aber die Jacks sind dann außer Atem. Wie hast du noch so schön gesagt, Auspuff verstopft? Genau. Irgendwas findet man schon. Wie gesagt, der eine Jack hätte halt nochmal einen Death-Bonus durch, er ist im Nahkampf gebunden. Das heißt, 3 Stück nehme ich weg. Okay, ich versuche es tatsächlich geboostet auf den im Nahkampf gebundenen. 7 plus 7, 14 trifft ihn sogar. Und damit ist er atemberaubt. Minus 2 Death, minus 2 Speed. Also schon mal verhindert, dass er charged. Generell Bewegung reduziert, das heißt, vor dem muss ich mit Saeren jetzt keine Angst haben. Sie läuft in den Wald und ist auch noch innerhalb der Killbox, also keine Punkte für dich. Und da bist du dran. Ja. Ja, Aurora bekommt ihren Fokus wieder. Mhm. Also gerade, ich habe mit der Initialattacke des Weeks ein bisschen Schaden gemacht. Ja, du hast absolut unverschämterweise gegen aber 20 Schaden gemacht. ja, und Aurora bekommt halt ihren Fokus wieder, und gleich kommen wir an den Punkt, wo wir mal gucken, ob Aurora sich so platzieren kann, dass sie nicht mehr im Nahkampf ist mit dem Reek. Wir werden leider feststellen, dass es nicht geht. Ansonsten verteilt sie jeweils einen Fokus an die beiden Jacks, weil es Cowlery gerade nicht wirklich genug Fokus hat. Ja, und jetzt müsste, und stellst fest, da bist du immer noch im Front Arc. Genau, da nehmen wir einen Engel zur Hilfe, und leider bin ich dann halt doch noch dran. Und somit macht der 4-Punkte-Reek alles richtig. Er nervt dich ohne Ende. Zumindest hoffe ich, dass er dich genervt hat. Er war schon ein bisschen nervig, das kann man sagen. Ja, da wieder dasselbe Spiel. Assimilator bewegt sich einfach ganz dreist aus dem Nahkampf raus, ohne Freestrikes zu kassieren, weil es ein Placement ist. Ja, was voll in Ordnung, ja. Das kann ich wieder chargen. Genau, weil sie noch leben werden. Ja, und der Cypher positioniert sich so, dass er entweder
den Shredder oder Suriel angreifen kann. Auch wenn er Suriel theoretisch töten kann, ist ja das Problem, dass er wegen dem Regenerationszauber wieder aufsteht und dann hat mir das Ganze quasi nichts gebracht. Ja, der Inverter verliert man die Arme, damit er nicht ständig an einem hängen bleibt und platziert sich einfach ein bisschen weiter hinten, um mehr Optionen zu haben und eventuell ja, sich woanders hin zu bewegen, falls sich das dann so im Verlauf des Spiels ergeben sollte. Ja, das Corollary hat mal wieder Fokus bekommen, weil es neben Aurora gestartet ist. Und dann sollte es gleich mit der tatsächlichen Action losgehen. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Reihenfolge alles passiert ist. Also müssen wir ein bisschen warten. Ich glaube, du hast angefangen mit Corollary gibt Fokus auf Assimilator. Denn dein Lieblings-Kombo ist ja Ground Pounder auf Legionäre. Ja, ich hasse Legionäre. Ich auch, deshalb opfer ich sie immer. Und sie stehen wieder zu weit weg von meinem Spartic Pool. Hey! Ja, glaubt mir, geht da vorne hin zu dem Assimilator, der ist euer Freund. Ja, naja. Armor 16 habe ich, reicht aber trotzdem dein Schadenswurf. Muss ja nur 5 würfeln, um sie zu killen. Und eine 4. Da trifft er sogar nicht, oder? Also, ah ja, genau, da habe ich geboostet und nur 2 Würfel gewürfelt. Und dann haben wir so getan, als hätte ich den anderen Wurf geboostet. Genau. Und den habe ich dann aber auch nicht getroffen. So. Der Inverter entscheidet sich dann halt... wieder dahin zu gehen, wo er vorher stand. Ja. An dem Punkt habe ich mich, so wie der Fokus verteilt ist, schon längst entschieden, dass ich den Shredder töten werde. Und das beinhaltet halt noch ein paar weitere Entscheidungen. Das bedeutet nämlich, dass Aurora gleich feeden muss, damit der Inverter sich danach wieder an einen Punkt platzieren kann, der nah genug in der Mitte und an dem anderen Warjack ist, so dass Suriel nicht einfach den Warjack auffressen kann, ohne danach eine Charge von dem anderen Warjack zu kassieren. Das wird man jetzt gleich alles sehen, weil dadurch, dass der Cypher nur einen Fokus hat, muss jetzt Aurora zuerst aktivieren, feeden. Das Feed von Aurora ist, dass man sich, dass man Refuge bekommt. Das bedeutet, nach einem erfolgreichen Trefferwurf darf man sich dann halt bewegen. Also am Ende der Aktivierung darf man sich nochmal eine volle Bewegung. Genau, da kriegst du einen Freestrike vom Reek, der trifft aber nicht. Genau. Und dann charged Aurora einen Shredder an und fängt an, Flashing Blades zu casten, bevor die Initialattacke kommt. Also die Charge-Attacke. Ich treffe erstmal nicht. Aber im Verlauf töte ich dann die beiden Shredder, benutze meine Charge-Attacke, um den letzten Shredder zu töten, habe damit mit einer Nahkampfattacke getroffen, bekomme die Zusatzbewegung von Refuge und caste danach noch Admonition auf mich selbst, um einfach möglichst sicher gegen Nahkampf zu sein. Ja, das sehen wir noch, wie die Shredder abgeräumt werden. Ja, ich habe außerdem die Fury-Punkte zur Seite geräumt, werde aber gleich wieder 2 zurücklegen, dass da die Beast und Sister einen Shredder dann doch leer saugen wollte. Sie kann ja 5 Stück sammeln. So, und jetzt muss ich mich halt quasi entscheiden, wo genau ich mit Aurora hin refugen möchte. Und ich hatte, glaube ich, auch einen ziemlich langen Tag hinter mir, weil jetzt kommt ein ziemlicher Hirnfurz. Das war nicht so klug, wo ich sie hinbewegt habe. Hat sich so sicher angefühlt, zwischen 2 großen Bases da in der Ecke zu stehen. Vor allem, weil man mit dem Admonition also wirklich fast gar nicht im Nahkampf gebunden werden kann. Ja, du kannst ja auch über den Gegner quasi hinweg bewegen. Genau, weil ich halt fliege und keine Free Strikes bekomme, da muss man sich schon echt auf den Kopf stellen, um die im Nahkampf zu bekommen. Und jetzt sieht man es, der Cypher bewegt sich erst dahin und dann stelle ich fest, nein, davon reicht. Und jetzt decken die beiden Warjacks sich eigentlich relativ gut gegenseitig ab. Ja, da hast du mir gut Verluste zugefügt, aber ich habe meine wichtigsten Elemente immer noch. Ich habe die Beastmasters, ich habe den Suriel noch und ich habe natürlich auch noch meine Chefin. Und den Spawning Pool, yay! Der Spawning Pool, die ganze Zeit.
So. Achso, das war das Threshold-Check für den Reek. Zairin ritzt sich einmal selber, um auf 6 Fury zu bleiben. Ein Upkeep für Respawn. Und jetzt der großartige Spawning Pool kriegt einen Run Charge. Ich glaube, ja, Ja. also irgendwie so. Und Und da stellt Sivan ganz viele Sachen um Aurora rum, um es schwerer zu machen, hinterher mit Admonition von deinem ja. Helden wegzukommen. Ja, das war der Plan. Das soll ja klar. Ja, es ist. Also, das können sie im Weg stehen. Aber hier sieht man halt schon, wie sehr sich Sivan auf den Kopf stellen muss, um hier irgendwie in den Bereich zu kommen, wo Aurora vielleicht mal hauen darf. Ja. So, jetzt bist du halt überlegen, ob ich jetzt schon Admonition machst, aber du darfst es halt eigentlich nicht. Du darfst keine Admonition nutzen, bevor ich nicht die Beastmasters Das ist aktiviert habe. korrekt. Denn wenn die dich kriegt mit 5 Fury, Dann bin ich Waffenmeister, Toastbrot. ja. Hat zwar keinen Flankbonus mit irgendwelchen kleinen Lesser Warbeasts, aber. Da ich mich ja in der Runde quasi komplett leer gecastet Ja. habe, weil ich auf Nummer sicher gehen wollte, in den Warjacks Fokus gegeben habe, dann relativ schlecht getroffen habe mit den Flashing Blades. Ja, Ja gut, was. die Schredder bist du losgeworden, aber es hat dich einfach Genau, mehr das hat mich Attacken einfach ein gekostet. bisschen mehr Fokus gekostet, als es sollte. Wärst du die nicht losgeworden, dann sähe es nochmal ganz anders Ja, aus. dann. So, da kommt Surya gerade an und macht seine Initialattacken auf den einen Jack und kriegt dadurch einen Spray geschenkt, der sogar hinten Aurora trifft. So, der erste Jack getroffen, zweite Jack getroffen, macht ein bisschen Schaden. Aurora, ja, ich boost mal das Treffen. Hey, ich treffe. Das ist ja gar nicht so cool. Boost dann mal den Schaden. Cool! 10 Schaden! Die Zahl ist ja gar nicht so niedrig. Und du brennst! Ja, auf einmal öffnen sich ganz viele neue Möglichkeiten. Zum Beispiel einfach warten. Und hier erkennt man dann, wieso das völlig blöd war. Ich habe da drei von meinen vier wichtigen Modellen in eine Linie gestellt. Zu Surya. Der Punkt ist, ich hätte es sogar noch besser machen können. Ich habe ja Gunfighter. Das heißt, ich hätte hingehen können und zweimal sprayen können, Ah, dann wäre Aurora absolut tot um voll gewesen. auf Aurora zu gehen. Ja, hackt noch ein bisschen auf dem einen Jack rum, kriegt den aber nicht ganz kaputt, ist aber auch eher egal, bis unwichtig. So, jetzt bin ich überlegen, okay, gehe ich jetzt volles Rohr auf die Assassination, will ich Zairin nach vorne oder rechne ich damit gleich alle meine Sachen zu verlieren, nur damit Zairin hinten sicher steht? Ist Quatsch. Ich muss jetzt die Assassination diese Runde versuchen. Ich habe schon jede Menge Verluste erlitten. Das muss jetzt. Bewege ich nicht nach vorne. Ich brauche nämlich einfach meine Control Area weiter vorne, damit ich den Reek da hinten noch forcen kann. Der kann ja bis zu 3 Fury aufbauen. Das heißt, einmal kann ich ihn noch zwingen. Und ich brauche halt seinen Sprung. So, ich versuche einen Schuss, einen ganz stinknormalen Schuss. Glaube ich gerade auf dem Jack. Ja. Aber nee, ich habe erst gezaubert. Ich habe erst einmal Hellfire gezaubert und jetzt versuche ich einen Schuss. Der Schuss trifft sogar. Hat ja gerade 7. Ja, und er hat Aber F10. ja, und ich habe Power 9. Ja, da liegt das Problem. Nee, Oh warte, Mann. Power 8. Oh. -11. Ja, in anderen Ligen kriegt man da Meilensteine, wenn man damit was tötet. Hier ist es einfach nur schlecht. Und jetzt stellen wir fest, der Reek muss ja gar nicht springen. Er Der kann läuft einfach erstmal. hinlaufen. Ja, jetzt ist der Punkt ist, du kannst jetzt Admonition, machst aber nicht und dann kann ich halt einmal sogar geboostet angreifen, treffe aber leider nicht. So, Beast Mistress. Jetzt die große Frage, wo renne ich hin? Denn ich muss abschätzen, wo kann Aurora theoretisch hinspringen? Sie kann halt einfach weiter Richtung Reek. Das heißt, ich müsste näher an sie ranlaufen mit der Beastmasters, dann springst du aber einfach über mich drüber. Das heißt, ich muss eigentlich auf maximale Reichweite an dich ran. Also ich mache definitiv eine Charge Attack und zwinge dadurch dich jetzt Ja. Admonition zu nutzen. Und es gibt eigentlich keine Möglichkeit für die Beastmasters jetzt, dich zu hauen. Die Frage ist nur, wo geht Auro hin, um eventuell noch meinen Zauber zu sprechen, den sie hat? Genau. Und bevor wir jetzt, eigentlich gucken wir stundenlang nach, aber bevor wir noch länger nachgucken, habe ich mir gesagt, ach komm, stellst du dich so, lässt dich mal beschießen, hat ja Def 16, ist im Nahkampf. Was Ja, soll schon genau. Du hast erst passieren? geguckt, ob du halt Ja. dahinter kommst, so gerade inzwischen Beastmasters und Legionären. Da messen wir jetzt richtig viel rum, weil es sehr knapp ist.
Für mich sah es so aus, als würde es nicht klappen, für dich sah es so aus, als würde es klappen. Sind halt am Rumfummeln, aber es sieht immer wieder so aus, als würden Modelle halt verschoben. Es liegt knapp auf Genau. Basis drauf. Deswegen, Genau. geil. Aurora verbrennt sowieso, das denke ich mir an dem Punkt. Also Krabbelst. machen wir das einfach Ja, so und krabbelst du hinten ab dafür. in die Ecke rein. Und dann denke ich mir, okay, sie zu treffen ist jetzt nahezu unmöglich mit 5 Fury. Das heißt, ich zauber meine 3 Zoll Schablone auf den großen Jack daneben. Da habe ich einen Back-Arc-Bonus, da muss ich nicht mehr ganz so viel würfeln. Ich treffe ihn und Aurora ist unter der Schablone, ist zwar nur noch Stärke 6 gegen Aurora, aber gut, den Jack einmal kurz angekratzt. Und gegen Aurora buße ich den Schaden und nichts. Und dadurch ist es im Grunde völlig egal, wo du dich hingestellt hättest. Aber korrodiert. Sie Ja, hat jetzt auch noch jetzt habe Korrosion ich drauf. Corrosion. Und der grüne Würfel ist die Corrosion, der rote ist das Feuer. Genau, schauen wir mal. Beides bleibt aktiv. Das heißt, Feuer muss nur einen Schaden machen. Das ist ja gar nicht so gut für Aurora. Nicht so, ne? So, jetzt kriegst du Power, was war? 12 war Feuer. Power 12. Und Burn. Tja, und damit hat der böse Silurien Aurora im Alleingang getötet. Ja. Auch wenn sie von anderen Quellen Schaden bekommen hat, er hat exakt ihre 17 Lebenspunkte weggemacht. Ja, MVP Surreal. Ja, ziemlich cooles Spiel. Ja. Ja, war auf jeden Fall ein super interessantes Spiel. Den Lose habe ich mir definitiv selber zuzuschreiben. Das war einfach absolut blöd, das da hinzustellen. Ja, ich habe ziemlich viel Bereich zugemacht. So hätte ich aber das hinstellen können, dann hätte das mit dem Spray nicht so sehr geklappt, weil mir auch selber vorerst nicht einfiel, einfach direkt auf sie zu sprayen. Ja, gut, dann. Aber es verschiedene Möglichkeiten. Es war insgesamt lustig, es waren vor und zurück. Also ich war sehr happy, in meinem zweiten Zug halt ganz viele deiner Engel abräumen zu können, um somit deinen Druck zu reduzieren. Aber die Jacks bin ich halt nicht losgeworden. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, mir auch, also definitiv. Und das War war dann ziemlich jetzt cool. erstmal unser letztes 35-Punkte-Spiel. Ab dieser Woche spielen wir 50 Punkte, weil neuer Monat. Und das heißt, demnächst kriegt ihr 50-Punkte-Spielberichte. Volle Größe, volle Action, volle Mit Länge. absolut ehrbaren Helden. Teilweise, ja. Ja, meines ist jetzt gar nicht zum Tragen gekommen. Das ist eine der coolsten Sachen an dieser Kampagne für Conversion of Cyrus. Convergence wollte schon immer irgendein Modell haben, das Schaden macht und kein Wardrake ist. Und genau das ist halt dieses, ja, diese Kampagne Helden, die ist halt eine geupgradete, ja, wie heißt die? Geupgradeter Steel Soul Protector, Genau. der quasi zu einem Engel wird, aber einem richtig coolen Engel, der nämlich Rapid Strike, also zwei Attacken bekommt, die dann sogar Stärke 14 haben und zusätzlich noch Flank Friendly Faction, das heißt, sobald irgendwas anderes von Convergence mit dem Modell im Nahkampf ist, kriege ich auf einmal plus 2 Matt, also habe ich auf einmal Matt 8 statt 6, das heißt, ich treffe auf einmal Dinge und ich bekomme noch einen zusätzlichen Würfel, das heißt, ich habe halt auf einmal ein Modell, das angefangen hat mit einer Power 12 Attacke, hat jetzt zwei Power 14 Waffenmeister Attacken quasi. Das ist halt einfach was völlig anderes Das ist schon und ordentlich. genau. Da ist mein Power 9 Waffenmeister nicht mehr ganz so beeindruckend. Ja. Wie gesagt, ich freue mich mal drauf, damit irgendwas zu machen. Ja, aber jetzt Ist musst du nämlich wieder auch. Pause machen. Ja, ich weiß. Es war natürlich auch direkt das erste Spiel, wo ich mit coolen Fähigkeiten gekämpft habe. In allen Spielen davor habe ich nur meine Heldin mitgesteppt. Die hatte schon irgendwie 8 Verwundungen, aber keine Schwere, deswegen konnte sie nicht sterben. Die war runter auf Stärke 4 oder so. Genau, als letztes Merkmal, es ist, alle Verletzungen sind halt kumulativ und Doppel 1 und Doppel 6, wenn man die jeweils zweimal bekommt, also wenn man eins davon zweimal bekommt, dann ist der Held halt tot und man muss einen neuen spielen. Das heißt, man geht eigentlich dann immer, sobald man die einmal hat, zur Sicherheit zur Apotheke. Genau. Aber wenn man alles andere bekommt, ist egal. Man nimmt sie mit, denn bei uns gilt, also bei uns gilt es in der Liga generell, man kriegt halt nur Erfahrung, wenn der Held dabei ist. Und deshalb sollte man ihn halt mitnehmen, egal wie Genau. viel Verletzungen er kassiert hat. Genau, und ich habe ihn die ganze Zeit mitgeschleppt und dann habe ich endlich mein Zeug bemalt und die Punkte bekommen, um coole Fähigkeiten zu bekommen, schnell ein Spiel gemacht, indem ich sie habe heilen lassen und dann direkt im ersten Spiel da, bam, Doppel 1. Nimm die. Geh zurück, da hast du was vergessen in der Apotheke. Naja, gut. Von daher, das war das Spiel. Erster Auftritt von der Convergence of Cyrus. Und ja, ich sag einfach mal bis zum nächsten Mal und damit 50 Punkten. Ja, dann rein auf YouTube.